Ja, servus Leute, ist der Karg und heute gibt es ein weiteres Gameplay-Commentary von mir hier auf dem Austrian-Owned-Kanal. Heute habe ich ein Battlefield 3 Beta-Gameplay hier für euch. Ich spiele hier nicht mit der PP 2000, wie es jetzt gerade ist. Ich habe mich am Anfang ein bisschen ja, verdrückt, kann man sagen. Ich wechsle dann gleich die Klasse. Muss ich mich gleich entschuldigen, ich werde in den Gameplay öfters an der Klasse ein bisschen herumschrauben. Denn, ja, es ist die Beta und ich schalte in dieser Runde ein paar neue Sachen frei und natürlich möchte ich die alle ausprobieren. Aber ja, das war es jetzt eigentlich zum Gameplay. Es erklärt sich eh von selbst. Es ist ein Rush-Spiel auf der Karte Operation Metro. Für die, die nicht wissen, was der Spielmodus Rush genau ist, da ja viele nicht Battlefield spielen oder gespielt haben. Das kann man sich so vorstellen wie Sprengkommando, also es gibt auf der einen Seite die Angreifer, auf der anderen die Verteidiger. Hier in diesem Gameplay bin ich ein Verteidiger. Die Angreifer müssen die Sprengladungen oder Bomben oder wie man es auch immer nennen möchte, legen und natürlich die Verteidiger müssen sie davon abhalten. Wenn es die Angreifer schaffen sollten, beide Bomben zu legen und natürlich sie so lange zu verteidigen, bis sie explodiert sind, öffnet sich ein neuer Teil der Map und die Angreifer müssen weiter vorstoßen und die Verteidiger ja, zurückfallen natürlich. Aber es gibt nicht so wie bei Call of Duty eine Zeitbegrenzung, sondern sogenannte Spawn-Tickets. Die Angreifer haben für jede dieser Stationen sozusagen 100 Spawns frei und wenn sie 100 mal gespawnt sind sozusagen, dann haben sie das Spiel verloren. Hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, also ich werde öfters jetzt in diesen Kommentaren ein paar Sachen sagen, die vielleicht etwas unklar sein könnten für Leute, die noch nicht Battlefield gespielt haben. Sagt es mir bitte, schreibt einen Kommentar und fragt mich das, ich werde so gut wie ich kann beantworten. Ja, heute habe ich mir so als Thema so gedacht, möchte ich mal so analysieren, warum Battlefield eigentlich nicht so groß ist wie COD und die Änderungen und ja, euch einfach Battlefield ein bisschen vorstellen. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten, warum Battlefield nicht so groß ist oder so viele Anhänger hat, so wie COD. Ich denke mal, der größte Grund oder der offensichtlichste Grund ist, dass COD sehr einsteigerfreundlich ist, also Entschuldigung. COD hat, ja, das habt ihr sicher schon gemerkt, sehr viele Kiddies, also extreme Kiddies, 8-, 9-Jährige, also das ist schon ganz extrem dann manchmal. Und warum das Ganze ist, und ja, erstens mal, weil die Eltern ihnen natürlich die Spiele kaufen, aber warum nicht Battlefield? Ganz einfach, weil COD viel einsteigerfreundlich ist. COD beherrscht man, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man gut ist, aber man versteht das Spiel, den Sinn des Spiels, innerhalb von 5 Minuten, sagen wir mal. Man spielt ein Spiel und weiß danach, ja, in Team Deathmatch muss ich die Gegner killen mit der Waffe und so funktioniert das und so weiter. Bei Battlefield, ja, funktioniert es ähnlich, aber es ist irgendwie schon viel komplizierter mit dem Spawn-System, mit den, ja, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, nur ein Beispiel jetzt gewesen. Battlefield ist einfach nicht so einsteigerfreundlich und man muss schon mehr, ja, besonders Shooter-Erfahrung haben, um das Spiel verstehen zu können am Anfang. Ich sage jetzt nicht, jeder, der das Spiel nicht versteht, ist dumm. Aber, ja, man braucht eben seine Zeit, bis man das Spiel verstanden hat. Diejenigen, die den Vorgänger Bad Company 2, also Battlefield Bad Company 2, wenn man es ganz ausspricht, gespielt haben, werden merken, dass zumindest in der Demo, dass sehr, sehr viel Veränderungen in Battlefield 3 sein werden. Wenn man sich nur mal ansieht, bei Company 2, wenn man sich dein Gameplay ansieht, man hat beispielsweise mit einem Standardschirmgewehr 8-9 Kugeln gebraucht, sage ich jetzt mal, auf größere Entfernung. Hier braucht man auf größere Entfernung 4 und vielleicht auf kleine 2, würde ich mal grob schätzen. Und ja, das haben sie eindeutig so gemacht, dass das Spiel auch sehr viel einsteigerfreundlich und besonders schneller wird.
da ja Battlefield ein sehr viel langsameres Spiel ist. Man muss sich nur mal ansehen, die großen Maps in Bad Company 2. Ich meine, in der Demo, gut. Ich finde, die Demo spiegelt nicht so gut wieder, was Battlefield eigentlich ist. Die Map ist für Battlefield-Verhältnisse relativ klein. Ich meine, ja, für eine COD-Map ist das schon riesig, aber ja, sagen wir mal so, es geht noch größer. Und ja, ich finde, die Demo eben spiegelt das nicht so wieder. Es gibt, die Map ist einfach sehr klein und es gibt kein einziges Fahrzeug, also es gibt ja in, es soll ja, es ist eigentlich schon sicher und fix, dass es in Battlefield 3 Jets, Helikopter, Panzer, Jeeps, keine Ahnung was noch, vielleicht Motorräder, nein, so viel ins Detail, glaube ich, gehen sie auch nicht, dass sie jedes einzelne Fahrzeug in diesen Spielen einbauen, das es auf der Welt gibt, aber ja, es gibt schon ziemlich viele Fahrzeuge und es ist schon sehr realitätsnahe im Gegensatz zu COD. Ich meine, ja, realitätsnahe, in, wenn man es jetzt wirklich zum Vergleich zur wirklichen Realität sieht, ist es auch nicht Realität, denn in der echten Realität, wenn man in den kleinen See geschossen wird, liegt man mal am Boden und weint und winselt um sein Leben, im Gegensatz zu hier, wo man 4 Schüsse aushält von einem MG oder selbst von einer Pistole, wäre egal von was, man würde nur nach einem Schuss zusammenkippen und weinen. Also mal so viel dazu. Ah, wo war ich schon wieder? Ich komme schon wieder viel zu viel vom Thema ab. Also, ich dachte, ich war gerade dabei, dass mehr Leute diesem Spiel interessiert werden, da Battlefield, ja, jetzt mehr in die Richtung COD geht, kann, wenn man das so sagen möchte. Ich meine, man kann sich jetzt hinlegen wieder, also das war ja in den Vorgängern nicht möglich. Ich meine, ganz früher gab es das schon, aber ja, mittlerweile ist es, war es eigentlich Standard, dass man nur sich hinknien konnte. Das war, glaube ich, vor allem dazu da, dass die ganzen Sniper, hier auch Bushwookies genannt, ganz hinten in der Map campen können, so wie es hier eigentlich teilweise wieder möglich ist. Und ja, das, und jetzt haben sie das Hinlegen zum Beispiel wieder eingebaut, oder dass die Waffen viel, viel stärker sind und schneller töten, da das Spiel einfach schneller werden soll. Und ich stelle mir auch vor, dass die ganzen Fahrzeuge und so, denn auch die Fahrzeuge, mit den Fahrzeugen hat man einige Hitmarke gemacht, dass die Fahrzeuge vielleicht nicht so viel aushalten und auch mehr Schaden machen, damit man schneller stirbt. Und ihr seht auch immer, dass ein Respawn Delay, ein sogenannter Respawn Delay eben ist, dass, ja, dass man eine Zeit lang warten muss, bis man respawnen kann. Und in COD ist es ja so, dass man nur Falle der Xbox jetzt X drücken muss und man ist sofort wieder im Spiel und hier muss man 3-4 Sekunden warten. Das habe ich gemerkt, wurde auch um 1-2 Sekunden ja, verkürzt im Gegensatz zu Bad Company. Und ja, eben diese ganzen Sachen, wie gesagt, machen das Spiel einfach schneller, und da in Battlefield 3 weniger Bullshit, also so Sachen wie es in Black Ops war, AK-74U, Vermaß, solche Sachen, zu starke Waffen oder Second Chance oder Ghost Camper oder irgend sowas, wird in diesem Spiel viel weniger bis vielleicht gar nicht sein. Also, und wenn dann, das fällt einem im Battlefield viel weniger auf. Da, das Spiel ist zwar schneller geworden, aber es ist noch weit davon entfernt, so schnell wie COD zu sein. Und dadurch, ja, es ist auch, dass man nicht so schnell stirbt und so weiter. Das fällt einem einfach nicht mehr so auf, und ja, das Spiel ist weniger sensibel auf sozusagen Bullshit. Und da weniger Bullshit, wie gesagt, in diesem Spiel sein wird, denke ich mal, dass auch viele Leute wieder zwar zu COD greifen werden, sicherlich mehr. Aber ich denke auch, dass viele sich Battlefield 3 holen werden. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, dass man sich das holt, wenn es Modern Warfare 3 mal gerade total frustrierend und nervig ist und ja,
einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht und man möchte am liebsten den Controller an die Wand haben, einfach Battlefield einlegen. Ist ein anderes Spiel, es ist einfach weniger Bullshit, das kann ich jetzt schon sagen. Das in den vorherigen Battlefield-Teilen waren auch Sachen, die vielleicht ein bisschen zu stark waren, aber die wurden gleich gepatcht und selbst vorher hat man damit leben können eigentlich. Und ja, jetzt noch schnell das Fazit, jetzt der Beta, weil jetzt möchte ich nicht alle Punkte nennen, denn sonst werde ich heute nicht mehr fertig. Ja, Fazit der Beta, es sind viele Fehler in der Beta, also Sachen wie, dass man in die Map glitscht oder dass man plötzlich nicht sprinten kann oder nicht in die Iron Sets kommt, lauter solche Sachen gibt's. Aber ich habe das, glaube ich, schon zu meinen Freunden und zu allen möglichen Leuten so oft gesagt, dass das nur eine Beta ist und dass die Fehler sicher schon behebt sind oder behebt werden gerade noch und dass sicher am ersten Tag ein Patch rauskommt oder dass es das fertige Spiel jetzt schon total anders aussieht und diese ganzen Glitches und Bugs und ganzes Zeug nicht mehr drin hat. Das, Max hat das eh schon mal gesagt, dass ja die Beta eigentlich, also das jetzt der Stand vor vielleicht Anfang September, Ende August ist vom Spiel und nicht Anfang Oktober, Ende September. Und dass das Spiel jetzt eigentlich schon ganz anders ist und nicht oder fast gar nicht mehr glitschig ist. Ja, ein weiterer Punkt, was ich von der Beta gemerkt habe, ist, wie gesagt, Battlefield ist viel, viel schneller. Finde ich auch, ist relativ gut, dass, also zumindest auf dieser Map habe ich gemerkt, dass das, ja, Battlefield nicht schadet, sondern eigentlich nur Gutes tut. Und ja, werden wir mal sehen, wie das so funktionieren wird mit den großen Maps und den Fahrzeugen dann. Und ich kann euch allen wirklich nur raten, kauft euch das Spiel, kauft es. Ich will keine Werbung machen, aber das Spiel ist sicher keine Geldverschwendung. Ja, das Spiel geht aus 20 zu 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert. Boah, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Wort. Abonniert, favorisiert, gebt einen Daumen hoch, schaut vielleicht auf meinen Kanal vorbei. Ciao.